Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die digitale Bildungsrevolution, meinem Podcast, der anhand von wahren Geschichten aus aller Welt zeigt, wie die Digitalisierung unsere Art zu lernen revolutionieren kann. Mein Name ist Jörg Dreger. Ich bin der Host dieses Podcasts und habe gemeinsam mit meinem Kollegen Ralf Müller-Eiselt vor einigen Jahren diese Geschichten des digitalen Lernens aus aller Welt zusammengesammelt, auch in ein Buch hineingeschrieben und stelle sie jetzt hier in loser Reihenfolge in meinem Podcast vor. Es ging in einigen der anderen Geschichten schon um die Macht der Daten in der digitalen Bildung und diese Frage, ob Daten eine Chance oder ein Risiko beim digitalen Lernen darstellen, die möchte ich heute gemeinsam mit Ihnen in diesem Podcast ein Stück auf die Spitze treiben. Meine Geschichte heißt die 20 Minuten von NEC. Und es geht um die Frage vom Matching, also die Frage, wie bekomme ich mit meinen Kompetenzen als Bewerberin oder Bewerber den richtigen Job? Wie finden Arbeitgeber und Bewerberin zusammen? NEC ist ein Startup aus dem Silicon Valley in den USA und meine Geschichte beginnt auch im Silicon Valley, nämlich bei einer ganz simplen Frage, wie ich als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber vorhersagen kann, ob ein Jobbewerber zu mir passt. Und da haben vor einigen Jahren mal so diese üblichen Tech-Giganten, also die Apples und Googles dieser Welt, sich diese Frage gestellt und gesagt, naja, es gibt ja eine offensichtliche Antwort. Vor unserer Tür ist die Stanford University, eine der besten Hochschulen der Welt. Wer da im Bereich Informatik das Studium erfolgreich abschließt, der wird doch wohl schon ein toller Programmierer für uns sein. Und dann hat sich aber gezeigt, es gibt nicht unbedingt einen Zusammenhang zwischen einem tollen Abschluss in der Informatik in der Stanford University und einem erfolgreichen Programmierer-Dasein bei diesen typischen Tech-Firmen. Das ist natürlich enttäuschend, wenn Sie gerade $200.000 für Ihren Abschluss an der Stanford University bezahlt haben, bei $50.000 Studiengebühren im Jahr, und dann sagen, es gibt nicht mal einen Zusammenhang zwischen eben meinem Abschluss hier und meinem Erfolg als Programmiererin. Und dann haben sich aber diese Tech-Giganten die Frage gestellt, was sagt denn voraus, ob jemand erfolgreich bei uns ist? Und dann haben sie angeblich festgestellt, dass wer bestimmte Manga-Comics, diese japanischen Manga-Comics auf bestimmten Internetseiten liest, dass der mit einer doch signifikanten Wahrscheinlichkeit dann der bessere Programmierer ist, als derjenige, der keine Manga-Comics liest. Und dann hat man sich natürlich die Frage gestellt, ob es vielleicht nicht doch noch seriösere Arten der Vorhersage gibt, wenn ein Arbeitgeber eine Bewerberin anguckt. Und da kommt eben NEC ins Spiel. Und Spiel ist hier schon das richtige Wort, denn NEC macht Computerspiele. Die machen zum Beispiel ein Computerspiel, das nennt sich Wasabi Waiter, also der Sushi-Kellner. Was geschieht in diesem Computerspiel? Ich bin also ein Kellner in einem Sushi-Restaurant und in das Restaurant kommen in dem Spiel immer mehr Gäste und diese Gäste haben von ihren Gesichtsausdrücken Emotionen. Manche sind zornig und manche sind freudig und manche sind erregt und manche sind gelangweilt. Und ich muss diesen Gästen die richtigen Sushi, die zu ihren Emotionen passen, servieren. Und das finde ich raus, indem ich das eben serviere und dann merke, wie der Gast reagiert. Und dann weiß ich bei dem nächsten Gast, welche Sushi ich wieder servieren kann oder welche ich nicht servieren sollte, je nach den Emotionen. Und mein Ziel ist, eben diese Gäste alle zufriedenzustellen. Und es kommen aber immer mehr Gäste ins Restaurant und die bringen immer mehr Emotionen. Und ich habe wahrscheinlich auch immer mehr Sushi, den ich denen anbieten könnte. Es wird also immer hektischer. Und dabei merkt also das Computerprogramm, wie ich in solchen Situationen reagiere. Und mit solchen Computerspielen kann man also die Kreativität, die Reaktionsfähigkeit, die Lernfähigkeit aus Fehlern, alle diese angeblich also soften Eigenschaften kann man mit solchen Computerspielen ganz gut messen. Und die Leute von NEC, die behaupten jetzt, wenn man 20 Minuten ihre Computerspiele, also diesen Sushi-Kellner und andere spielt, dann sagen sie einem,
ganz präzise voraus, ob jemand die Kompetenzen mitbringt, auf einen bestimmten Job zu passen. Also die sagen nicht, ob jemand gut oder schlecht ist, sondern die sagen, passt ein bestimmtes Profil, was jemand mitbringt, zu einem bestimmten Job. Wie machen die das? Die lassen erfolgreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen dieses Spiel spielen. Dabei entstehen ganz viele Daten und sie wissen, dass diese Daten zu erfolgreichen oder gegebenenfalls auch weniger erfolgreichen Mitarbeitern korrelieren, die in dem Unternehmen heute schon sind. Und dann kommt der neue Bewerber, die neue Bewerberin spielt das Computerspiel und aus dem Muster der bisher erfolgreichen Mitarbeiterinnen im Unternehmen können Rückschlüsse gezogen werden, ob die Bewerberin der Bewerber jetzt die oder der geeignete ist. Und einer, der das mal gerne überprüfen wollte, also wissen wollte, war ein Mann namens Hans Haringer. Und der hat darüber einem Journalisten aus dem Magazin dem Atlantic erzählt. Und der Hans Haringer war damals bei der Ölfirma Shell und leitete eine Einheit, die sich Game Changer Unit nannte. Das war so eine Art interner Inkubator. Und wenn man als Mitarbeiterin bei Shell eine tolle Idee hatte, dann konnte man sich dort bei dem Hans Haringer und seinen Kollegen bewerben und sagen, ich habe eine tolle Idee. Und dann haben die Idee angeguckt. Und wenn sie die Idee auch für gut hielten, dann haben sie der Mitarbeiterin eben Geld gegeben, dass sie also oder Ressourcen gegeben, dass sie die Idee ausprobieren konnte. Und wie das immer so ist bei so einem Inkubator, 10% der Ideen funktionieren langfristig und führen zu tollen Erfolgen und 90% der Ideen scheitern entweder ganz oder sind eben nicht so erfolgreich, wie man dachte. Das ist bei Inkubatoren im Inneren von Unternehmen genauso wie bei Startups, die also jetzt irgendwo selber mal eine Idee als Unternehmensgründung versuchen. Das Problem für den Hans Haringer und seine Kollegin war aber, die hätten natürlich gerne vorher gewusst, wer zu den 10% Erfolgreichen und wer zu den 90% nicht so Erfolgreichen gehört und nicht erst hinterher, nachdem sie das ganze Geld schon ausgegeben hatten. Und er wollte das mal rückwirkend überprüfen, wie gut Neck vorhersagen hätte können, ob die Leute Erfolg haben oder nicht. Denn der Hans Haringer hatte aus 20 Jahren, die er das bei Shell gemacht hatte, hatte er 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich eben mal mit einer Idee beworben hatten, die dann irgendwie finanziert worden waren und die entweder erfolgreich waren oder weniger erfolgreich. Das heißt, er hatte viele Daten aus der Vergangenheit. Und dann hat er gesagt, pass auf, wir nehmen diese 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, teilen die in zwei Gruppen, A700. Und die erste Gruppe A700 spielt euren Sushi-Kellner und andere Spiele. Und von denen sage ich euch, ob sie erfolgreich waren oder nicht. Und dann könnt ihr die Mustererkennung dann machen und feststellen, welche Eigenschaften des Spielens eben mit welchen Erfolgen bei Shell korrelieren. Und dann kommen die zweiten 700. Und von denen sage ich euch gar nichts. Natürlich nicht, ob die Erfolg hatten bei Shell oder nicht, das soll man ja gerade rausfinden, aber auch nicht, in welchem Alter die waren, welches Geschlecht die hatten, ob die einen Hochschulabschluss hatten oder gar eine Promotion oder vielleicht self-made sich alles selber beigebracht hatten. Gar nichts, keinen Bildungsstand, nichts wusste Neck über diese Leute. Und dann haben also die zweiten 700 diese Computerspiele gemacht und Neck hat die Computer angeschmissen und die Muster irgendwie gematcht und so weiter und die Prognosen erstellt. Und dann hat Hans Haringer auf das Ergebnis geguckt. Und Neck hat geschafft, die 10% zu identifizieren, die bei Shell am erfolgreichsten waren und die 90% auszusortieren, die keinen Erfolg hatten. Mit gnadenloser Präzision. Obwohl sie nichts über diese Menschen wussten. Nicht wussten, wie gebildet sie waren, welche Hochschulabschlüsse sie mitbrachten, wie alt sie waren, was sie vorher gemacht hatten, alles war unbekannt. 20 Minuten Computerspiel reichten aus, um eine solche Prognose präzise zu erstellen. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber bei mir hinterlässt das so eine Mischung zwischen Faszination und Horror. Faszination, weil da viele Chancen auch für Gerechtigkeit drin stecken.
Also stellen wir uns vor, eine Programmiererin aus Bangladesch bringt sich über das Internet Programmieren in der künstlichen Intelligenz oder ich weiß nicht was bei und dann hat sie eine Chance, über ein solches Computerspiel sich für einen tollen Job zu bewerben, festzustellen, dass sie genau die Richtige ist und an einer super Firma irgendwo in Amerika ein tolles Jobangebot zu bekommen, was sie nie bekommen hätte, wenn es nicht solche Möglichkeiten der Bewerbung und Identifikation von Fähigkeiten gäbe. Und Horror, weil es natürlich uns unglaublich Transparenz macht und weil es in Frage stellt, auch viel unserer Lebensleistung. Also jetzt habe ich Jahre in der Schule gesessen, Abitur gemacht, ich habe mich durch die Uni oder die Lehre gequält und habe meine Abschlüsse gemacht und all das soll nichts wert sein oder weniger Prognosefähigkeit haben als 20 Minuten eines Computerspiels. Ich finde, diese Geschichte über Neck zeigt eben nicht nur, wie gut Kompetenzen durch Digitales gematcht werden können zu Jobprofilen, sondern zeigt auch die Chancen und die Risiken der Digitalisierung in der Bildung. Und dass es im Endeffekt an uns Menschen ist, die Sachen so zu regulieren, dass die Chancen zum Tragen kommen und der Horror der Transparenz oder der Missverwendung der Daten nicht eintritt. Ich hoffe, bei allem Faszination und Horror hat die Geschichte Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht und Ihnen die wirkliche Reichweite der Digitalisierung in der Bildung noch einmal aufgezeigt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie zugehört haben, dass Sie dabei waren. Mehr Informationen gibt es wie immer in den Shownotes und Sie können mir auf Twitter oder LinkedIn natürlich gerne auch Feedback geben. Herzlichen Dank, Ihr Jörg Dräger.